Also erstmal Sixpack und dann Vertrauen, stimmt. Genau. Da fällst du irgendwo in ein Dekolleté rein und dann hast du es geschafft. Na, wollen wir unterm Dirndl jodeln? Herr Firek, ich bin ja Flirt-Experte unter anderem. Und jetzt wollte ich mal einen echten Flirt-Experten fragen. Wie funktioniert es hier richtig auf der Wiesn? Na ja, gut, gepflegtes Äußere ist schon mal nicht schlecht. Und dann vielleicht einen guten Tisch. Und dann natürlich einen coolen Blick auf jeden Fall. Vielleicht auch ein bisschen Käse in die Mausefalle, dass man sagt, du, darf ich dir was ausgeben? Wenn man gleich sagt, was man will oder was man denkt, dann hat man im Prinzip es einfacher im Leben, als wenn man immer um heißen Brei herumredet. Also der Mann tut gut daran, bei dir gleich hinzugehen und zu sagen, hey Birgit, du bist echt eine richtig heiße Schnecke, oder? Genau, kannst also du ruhig aus Schnecke, kann er ruhig auch sagen. Also gleich? Ja, voll auf die 12. Volle Bulle? Ist das jetzt nur bei der Wiesn oder auch nee, generell. Generell. Das ist so einfach auch sagen, na, wollen wir unterm Dirndl jodeln? Wollen wir unterm Dirndl jodeln? Ja. Ist ja sensationell. Ja. Also da gehst du wirklich so ran und das kommt dann auch gut an. Also ja, logisch, die Männer lieben das. Ich glaube, mit mir hast du ungefähr den beschissensten Flirter der Welt gefragt. Ich kann es wirklich nicht. Da bin ich verklemmt und gucke dann weg und sowas, aber vielleicht ist das auch gut, weil dann ist man authentisch. Weil ich bin einfach noch ich und mache dann nicht so einen blöden Spruch wie, keine Ahnung, sag mal, bist du versichert, du hast mir gerade eine Beule in die Hose gemacht oder sowas. Vertrauen ist immer ganz wichtig. Also erstmal Sixpack und dann Vertrauen, stimmt. Genau, perfekt. Sixpack und Vertrauen. Aber komm jetzt, was denkst du, kann richtig gut funktionieren hier auf der Wiesn? Einfach viel trinken, 4-5 Mass, je nachdem, wie viel man verträgt, und dann loslegen. Da musst du dann irgendwann mal die Schüchternheit auch wirklich... Das schon, ja, klar. Also wenn du viel säufst, ist ja klar, dann brauchst du dich auch nicht mehr groß unterhalten. Da fällst du irgendwo in ein Dekolleté rein und dann hast du es geschafft. Und der Gaudi muss sehen. Was ist denn so der Unterschied zwischen Prominenten jetzt hier so im Käfer und ganz normalen? Flirtet man da anders? Naja. Das sind ja hier alles geladene Gäste. Das ist jetzt was anderes, als wenn man so mittendrin in irgendeinem Zelt ist, wo die Männer einfach auf der Suche sind und auf der Pirsch sind. Aber die trinken doch auch ein paar Mass. Und wenn sie da schon 3 oder 4 getrunken haben, dann wird es doch auch ziemlich fröhlich. Und, ja, aber das sind ja hier meistens dann doch Pärchen. Naja, so bei uns ist es, also bei uns sage ich jetzt, bei den ganzen Leuten, die man so kennt und die dann auch oft auf Veranstaltungen sind, wir kennen uns ja alle. Wir müssen ja eigentlich nicht mehr flirten, weil wir sehen uns so oft, dass wir schon gar keinen Bock mehr aufeinander haben. Ja, das ist natürlich klar, aber gibt es da andere Signale, die gesendet werden? Merkt man den Unterschied, wenn man jetzt auf irgendwo im B1 ist und da ist eine Veranstaltung, also nicht das normale B1, merkt man da Unterschiede in Sachen Flirten? Man wird doch bestimmt auch ab und zu mal von Prominenten angeflirtet. Ja, aber ich glaube, da gibt es tatsächlich nach 2-3 Massen gibt es da keine Unterschiede mehr, nee. Ja, ich glaube nur, dass die es einfacher haben, weil die Frauen, die da vorbeilatschen und die dann sehen, dass da ein Prominenter sitzt, also wenn es jetzt ein männlicher ist, dann braucht der ja nicht mehr viel flirten, sondern dann kommen die zu dem, weißt du? Und wenn du jetzt nicht ein Prominenter bist, dann, glaube ich, dann musst du es von selber irgendwie reißen. Welche Sprüche findest du gut? Nein, ich mag ja so Internatsschüler, ne? Ich mag ja so höfliche Männer ganz gerne, deswegen, also alles was... Also so Nerds? Nee, nicht so Nerds, sondern einfach so höfliche Gentlemen, die einem dann die Tür aufhalten oder fragen, ob sie noch ein Wasser bringen können oder die uns Damen einfach gut behandeln, ne? Ich bin jetzt schon über 30 und ich mag eben, wenn man höflich ist. Können Sie mir mal diesen coolen Blick zeigen, wie Sie... Haben Sie das parat jetzt auch? Ja, aber den Blick habe ich ja seit meiner Geburt, den brauche ich gerade zeigen. Das ist wahrscheinlich das gesamte Lächeln auch. Einfach. Ich finde, das trauen sich viel zu wenig Frauen. Das ist ja, weil sie alle einen Stock im Rücken haben, weil sie meinen, da verkaufe ich mich jetzt unter meinem Preis oder unter meinem Wert. Und oh, lass den Mann das übernehmen. Das ist alles Schnee von gestern. Oh, endlich, danke, lieber Gott, eine Frau, die das sagt und nicht nur denkt, was ich schon so lange irgendwie hören wollte. Birgit, du bist ein Schatz.